Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal DIY-Eule. Ich bin Nastja und ich zeige euch immer ganz viele Nähanleitungen auf meinem Kanal. Und so gibt es auch heute wieder eine ziemlich coole Nähanleitung. Und zwar habe ich ein Nackenhörnchen in Einhornform genäht und ich finde es einfach super cute. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so niedlich wird. Ich will es gar nicht weggeben, ich will es am liebsten selbst behalten. Aber wie ihr seht, es ist relativ klein, also es hat Kindergröße. Es ist also nicht mich. Und es ist super einfach zu machen. Ihr müsst natürlich kein Einhorn machen, ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen und da sonstige lustige Tierchen oder Fantasietiere oder Monster oder was auch immer draus machen. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das Einhorn gemacht habe. Und zwar habe ich vor einer Weile ja schon mal eine Anleitung gemacht für ein Nackenhörnchen, also eine ganze Weile ist das schon her. Ich verlinke euch das Video mal. Und die Anleitung, das Schnittmuster dazu gibt es bei der Wanda auf dem DIY-Portal. Und ich habe für das Einhorn jetzt die Schnittvorlage davon genommen und auf 80% gesetzt beim Drucken. Also kleiner gemacht und dann habt ihr quasi die Kindervariante. Wenn ihr die Babyvariante wollt, macht ihr es noch kleiner. Und wenn ihr es für euch machen wollt, lasst ihr es einfach auf 100%. Und dann habe ich mir die einzelnen Teile ausgeschnitten und das Ganze zusammengenäht. Das hier ist einfach Filz. Das heißt, ihr müsst hier nichts versäubern. Das geht einfach wirklich super easy. Und ja, dann zeige ich euch doch jetzt mal, wie ihr euren kleinen Reisegefährten nähen könnt. Los geht's! Für das Einhorn braucht ihr einfach verschiedene Farben an Filz. Dann das Schnittmuster, das könnt ihr euch bei der Wanda runterladen. Vergesst nicht Filz, also dunklen für die Augen. Dann braucht ihr jede Menge Füllmaterial und natürlich einen Außenstoff. Ich habe hier so einen ganz weichen und flauschigen genommen. Dann braucht ihr eure Nähmaschine und ich habe jetzt hier noch silbernes Kunstleder für das Horn. Als erstes kommt natürlich der Zuschnitt. Ladet euch dafür die Vorlage runter und klebt sie zusammen. Das sind also zwei Teile, die zusammengeklebt werden. Und dann braucht ihr das Ganze zweimal aus dem Außenstoff. Achtung, das Ganze wird im Bruch zugeschnitten. Das heißt, ihr klappt den Außenstoff einmal rechts aufeinander und legt darauf dann die Vorlage, malt einmal mit einem Trickmarker außenrum und dann könnt ihr das Ganze ausschneiden und dann wiederholt ihr das noch für die Gegenseite. Ich habe mir jetzt als nächstes aus Filz die Augen ausgeschnitten. Dafür habe ich so einen praktischen Kreisschneider. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach mit der Schere machen. Schneidet einen großen schwarzen Kreis jeweils aus. Und dann habe ich noch kleine weiße Kreise ausgeschnitten, die ich dann draufgelegt habe, um dann diese, ich nenne es mal Manga-Augen, zu kriegen. Und dann habe ich noch kleine Punkte ausgeschnitten für die Nüstern, damit das Pferdchen auch eine Nase bekommt. Jetzt habe ich mir das silberne Kunstleder geschnappt und habe es aufeinander geklappt und schneide nun quasi zwei Dreiecken gleichzeitig aus für das Horn vom Einhorn nachher. Und aus dem bunten Filz habe ich mir gleich ganz viele verschiedene Zacken ausgeschnitten. Für die Mähne könnt ihr einfach eine Form wählen, die euch gefällt. Ich habe hier ganz viele solche gewundenen Dreiecken quasi gemacht und dann noch die entsprechenden Formen auch für die Mähne zugeschnitten. Das sind bei mir einfach verschieden große Halbkreise, die ich dann aufeinander legen kann. Gerade bei den ganz kleinen Teilen ist es besonders praktisch, diese mit Stoffkleber festzukleben, da sie mit der Maschine sehr schwer zu fixieren sind. Alle größeren Teile könnt ihr einfach mit der Maschine annehmen. Kommen wir also zum Nähen. Legt als erstes die beiden Teile für das Horn rechts aufeinander und näht dann entlang der beiden langen Kanten. Dann könnt ihr die Nahtzugabe zurückschneiden und das Ganze schon mal wenden. Da man Kunstleder nicht bügeln kann, habe ich jetzt die Kanten mit der Hand einfach sehr flach gedrückt. Weil ich noch eine Struktur darauf nähen möchte, nehme ich jetzt ein Teflonfüßchen, dann bleibt das Kunstleder nicht an der Maschine kleben und so kann ich noch zwei, drei Nähte zur Zierde drüber setzen, damit das Horn auch schön geschwungen aussieht. Als nächstes kann ich die Augen auf dem Außenstoff applizieren. Dafür nehme ich die rechte Seite des Außenstoffs nach oben, lege das Auge auf und benutze einen sehr engen, aber breiten Zickzackstich und gehe einfach einmal damit um das Auge drumherum.
Jetzt schnappe ich mir nochmal den Außenstoff, damit ich die Ohren von dem Einhorn vorbereiten kann. Und zwar male ich mir einfach mit dem Trickmarker die Form auf und schneide dann 1 cm drumherum, also mit Nahtzugabe, das Ganze 4-mal aus dem Außenstoff zu. Ist euer Ohr nicht in der Mitte symmetrisch, müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr das gegengleich zuschneidet. Also braucht ihr es 2-mal so rum und 2-mal einfach andersrum auflegen. Jetzt legt ihr jeweils 2 Ohrteile rechts auf rechts aufeinander und näht diese, ähnlich wie bei dem Horn, einfach wieder zusammen. Könnt dann die Nahtzugabe zurückschneiden und das Ganze wenden und am Ende solltet ihr dann 2 Ohren haben. Schnappt euch jetzt die einzelnen Teile und steckt sie am Hauptteil quasi von eurem Nackenhörnchen fest. Dabei zeigen die Teile immer, wie ihr jetzt hier seht, nach unten. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe also die Ohren, das Horn und dann die Mähne festgesteckt und zum Schluss auch noch den Schwanz. Achtet darauf, dass alles so gesteckt ist, dass es nicht nochmal über den Außenrand schaut. Dann könnt ihr das Ganze ganz nah an der Kante feststeppen, einfach damit das Ganze schon mal fixiert ist, einfach mit einem sehr langen Geradstrich drüber nähen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich habe meinen Schwanz jetzt noch einmal auf dem Außenstoff fixiert, damit nichts verrutscht. Jetzt könnt ihr euch einfach das zweite Stoffstück nehmen und das rechts auf rechts darauf packen und das Ganze einmal ringsrum gut festbinden und dann könnt ihr schon die letzte Naht quasi setzen. Das Ganze wird einmal ringsrum festgenäht und oben an der geraden Kante lasst ihr eine Wendeöffnung stehen, damit ihr das Ganze nachher umdrehen könnt und auch gut befüllen könnt. Jetzt könnt ihr an den Rundungen die Nahtzugaben noch ein paar Mal einschneiden, dann sieht das Ganze nachher einfach viel besser aus an den Kanten und dann könnt ihr das Ganze auch schon wenden. Und jetzt könnt ihr euer Nackenhörnchen auch schon füllen. Geht da zuerst gut in die beiden Enden von eurem Nackenhörnchen und generell gilt, ihr braucht auf jeden Fall mehr Füllmaterial als ihr denkt. Setzt euch das Ganze zwischendurch einfach mal auf und schaut, ob das Ganze schon passt. Steckt dann oben die Wendeöffnung zu, indem ihr die Nahtzugaben nach innen klappt und näht das Ganze mit der Hand zu. Dann seid ihr auch schon fertig. So ähnlich sieht euer Nackenhörnchen aus, wenn ihr fertig seid. Ich bin total verliebt in den kleinen Kollegen hier. Bitte schickt mir Fotos, wenn ihr es nachmacht, auf Instagram mit dem Hashtag DieAberEule, ein Wort. Vor allem, wenn ihr andere Tiere macht oder euch kreativ da auslegt, das würde ich ja so gerne sehen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was ihr für Tiere machen würdet. Und ja, ansonsten lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und den Kanal müsst ihr unbedingt abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten schaut bei mir auf Facebook vorbei. Da kriegt ihr auch die Haufen Anleitungen von der Wander, die ich da so mache. Wie zum Beispiel auch, wo ich das Schnittmuster hierfür her habe. Und ansonsten schaut mir auf Instagram vorbei, da kriegt ihr auch immer eure News, was so gerade in dem Moment passiert. Und ja, dann bleibt am Start und bis ganz, ganz bald. Tschüss!